Nun. Bedrohlicher Ort. Durchaus. Ah ja. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort? Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Hehe, er ist sich sicher, dass er uns jetzt aus dem Weg räumen wird. Deswegen kann er uns ja auch noch die Fragen beantworten, genau. Okay, ja, das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig. Ja, okay. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elixitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elixitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Scheiße. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Ah. Okay. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Na, das, Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Das ist ein Problem, oder? Na, mal schauen. Vielleicht ist es ja auch kein Problem. nein, das ist ein Problem. Ich will frei sein, please, danke. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Elixitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Ja, aber, okay. Mir kommt gerade wieder in den Sinn von wegen hier Dawkins, ne? Doktor. Puh. Also ihr wisst, ne, mal die eine Theorie von mir, ne? Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. DACD? Ja, okay, das ist, dann kannst du in Zahlen übersetzen und easy, aber DACD. Sind das vielleicht zufällig die Initialien?
Aber das müssen wir gleich mal nachgucken. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Puh. Ja, das wäre eigentlich mal ganz nett und so, aber hm. Gibt es nichts mehr, das mit verbindet? Hm. Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. Nun. Du gehörst mir. Okay. Dann... Mann gegen Mann. Bruder. Oh ja, und Falk noch ein bisschen. DACD, was bedeutet DACD? Ja, Errungenschaften so. Ja, der Tod von Kallax. So, wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt. Wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und naja. Ich werde herausfinden, was es ist. Okay. Ja, gut. Okay, erstens hatten wir jetzt... Wir hatten ja keine andere Möglichkeit, außer Kallax zu töten, ne? Also... Ne? Weitreichende Konsequenzen und so, klar. Ja, aber, ne? War ja jetzt so, ne? Das einzig Mögliche, oder? Es sei denn, wir wären das ganze Spiel über kalt geblieben und hätten jetzt diese eine Kältewert zu niedrig da Sachen nehmen können. Vielleicht wäre dann, vielleicht hätten wir uns dann tatsächlich verbünden können. Aber nee, sorry. Nee, sorry. Du warst seit Anfang an unser Gegner und jetzt haben wir endlich das Vermächtnis quasi erfüllt, was wir seit... Na, es ist kein richtiges Vermächtnis, aber ne, halt, was wir seit Anfang an mit uns tragen. Ja. DACD, ja. Um den Code zu entschlüsseln, musst du jetzt kein Technikgenie sein. Ist halt 4134. Ne, das ist halt die, also, es wird nichts anderes sein. Aber. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Da. Nein! 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 Es ist tatsächlich so. Okay, das lässt keinen Zweifel mehr. Es ist so. Es ist tatsächlich so. Dr. Adam Charles Dawkins. D-A-C-D. Ach du Hei. Es ist... Meine Vermutung stimmt tatsächlich. Das lässt doch keinen Zweifel mehr. Das ist so... Dawkins wurde zum Hybriden damals. Das ist die einzige Erklärung. Und somit verbindet sich die Vergangenheit, die großen Antworten der Vergangenheit...
Mit den großen Antworten der Gegenwart und der Zukunft. Irgendwie ist Dawkins zum Hybriden geworden. Das wird sein. Das muss es sein. Wenn da jetzt nochmal was anderes kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber das... Es sind tatsächlich die sentimentalen Gründe, oder vielleicht sind es beide Gründe, die wir genannt haben. Warum er den Code nicht ändert. Ach du Scheiße. Ach du... Okay, ich hab immer mehr und mehr das Gefühl, dass das Finale fucking awesome wird. Ach du Scheiße. Und wisst ihr, was man daraus schließen kann eigentlich am besten? Dass die einzig wahre Fraktion, die man hätte wählen sollen in dem Spiel, die Kleriker sind. Dass Berserker und Outlaws so ein nebensächliches Gedöns sind, abgesehen von Thorald. Und weil die Kleriker, weil es eigentlich die gesamte Welt dreht sich um Kleriker versus Alps. Die gesamte Geschichte mit Infinite Skies, die gesamte Geschichte mit dem Aufspalten, die sich dann daraus entwickelt hat. Die großen Pläne von Infinite Skies, die sich aufgespalten haben in Arvid Richtung Kleriker und die Glaubenslüge und Richtung Dawkins, Richtung Alps und Hybriden. Und natürlich die große Befriedigung einerseits, wenn man sich emotional verhält. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Ja, dass man, wenn man sich emotional verhält, so ziemlich alle Charaktere einem zustimmen, die einem wichtig sind und dass das eine coole Sache ist, so wie wir das jetzt haben. Oder aber wahrscheinlich, dass wenn man sich kalt verhält, man dafür wahrscheinlich Kallax nicht töten muss und mit ihm zusammenarbeiten kann. Könnte ich mir vorstellen. Bitte spoilert's mir nicht, selbst wenn ihr wisst, dass es so ist, falls ihr es so gespielt habt, sagt's mir nicht. Vielleicht finden wir das eines Tages heraus, wenn wir das ein zweites Mal spielen. Aber... Boah. Ja. Und wenn man die Kleriker gewählt hätte, natürlich hätte man auch andere Antworten bekommen von Eva, von Ulbricht, von dem anderen. Also, was das angeht. Und das sind die großen Geschichten, die sich auf die Welt und die Geschichte der Welt beziehen. Damit steht aber mal sowas von fest, was ich bei einem zweiten Playthrough wählen werde. Ach du Scheiße. Na gut. Okay. Ich glaube, also noch mehr Zweifel gibt's hier eigentlich nicht, oder? Das ist es. Oh wait! Sie liegt ja echt einfach so hier. Ne, da ist doch was faul. Da ist doch jetzt was faul. Vor allem, ich weiß nicht, das Ding, was Zardom ihr aufgesetzt hat, als sie wegteleportiert haben, ob das nur zum Teleportieren war oder ob er ihr jetzt irgendeinen Chip eingepflanzt hat. Und was zum Teufel hat er hier mit ihr gemacht? Und warum liegt sie hier einfach? Warum können wir so... Das ist alles zu einfach. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Zardoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xarkor. Wo ist er? Wo ist Zardom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Die Menschen vertrauen dir und zählen auf dich. Vergiss das nie.
Du regelst die Dinge auf eine sehr menschliche Weise. Das kann gut oder böse für alle ausgehen. Also, enttäusche sie nicht. Werde ich nicht. Komm mit. Nein, ihr seid doch schon genug. Frag mich nochmal, wenn ihr nicht mehr so viele seid. Ja, gleich. Och, sie legt sich einfach wieder schlafen, ne, wenn es weiter nichts ist. Ach, naja, dann ist halt der Schriftzug da. Das ist ein geiles Thumbnail, wenn ich dran denke. Sehr bezeichnend. Vielleicht je nachdem, wie die Folgen jetzt... Weiß nicht, ich muss gerade mal nachher. Wir sind gerade bei... Ja, wird wahrscheinlich doch nicht das Thumbnail. Ja, vielleicht eine Hälfte? Ach, keine Ahnung. Wir müssten gerade dabei sein, mitten in einer Folge zu sein, ne? Wenn ich nur 5... Ja. Na gut. Okay. Dann Falk. Tut mir leid. Ich werde dann mal meine Lady wieder mitnehmen, ne? Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Ja. Wehe, du hast mich ohne... Na gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt habe ich sie nicht aussprechen lassen, von wegen, wehe, du hast mich ohne Grund geweckt oder so wahrscheinlich, ne? Ah. Nun denn. Und Falk, der dümpelt jetzt da einfach so. Ja. Ah ja. Dem wird schon nichts passieren, nicht wahr? Ah. Okay. Es ist die große Frage, war sie ihm wirklich zu mächtig? Oder hat Zadom tatsächlich sie manipuliert und irgendwas mit ihr angestellt? So, dass er nur noch einen Trigger pressen muss und auf einmal... press ist ja das englische Wort, ne, für drücken. Ein Knopf drücken, genau, Trigger pressing, ja, okay. Egal. Ihr wisst, was ich meine, so von wegen so, dass sie doch noch irgendwie, dass da irgendwas Gefährliches passiert. Man weiß es nicht. Aber gut. Kallax ist erledigt. Wir haben das beendet. Und jetzt fehlt nur noch eins. Die Alparmee besiegen und den Hybriden Dawkins zur Strecke bringen. Oder aber, je nachdem, was da noch passieren wird, wer weiß. Verrückt. Komplett verrückt. Aber so sei es, nicht wahr? Ja. Ja, wir werden Harley fragen nochmal, genau. Dann werden wir alle Commander und die Armee der Alps besiegen. Und dann geht's los mit der letzten Schlacht wahrscheinlich. Wir haben die Unterstützung der Separatisten und der Berserker. Ironischerweise die eigentlich komplett gegeneinander waren. Zwischen den vier freien Fraktionen. Hey. Wir haben Kaya wieder gefunden. Freu dich. Du sagst sicherlich wieder nichts, natürlich. Na gut. Achso, ein Falk steht wieder. Das ist gut. Wunderbar, wunderbar. Also dann, Harley. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Ja, jetzt, wo es wichtig wird, steht er immer an der Stelle. Ja, ich glaube, wenn wir in die andere Richtung gucken würden, sähe es komisch aus. Im Gespräch. So, Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Ach, geht so, ne?
Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Hm. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Schott öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Schott. Hm. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Hm. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Natürlich. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Hm. Die Antwort haben wir schon längst. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Der Weg zum Eispalast wird bewacht von einer Armee der Alps. Wenn sie uns beim Einmarsch nicht in den Rücken fallen sollen, muss ich mich um die Alpkommander in Xarkor kümmern. Die Sache mit dem Code zum letzten Shot des Hybriden beschäftigt mich. Ich muss das klären, bevor ich den Eispalast betrete. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das erledigt ist. Ich werde mich ranhalten, dass der Gleiter rechtzeitig fertig ist. Hoffentlich sind wir schnell genug, bevor die Alparmee hier bei uns einfällt. Gut, okay, ich war jetzt nichts Neues dabei, glaube ich, oder? Das ist natürlich die Sache, wir wissen den Code ja jetzt schon, logischerweise. Wir haben unsere Antworten, dass es mit Dawkins zu tun hat. Ist jetzt die Frage, ob wir nochmal dorthin gehen sollten, ob da jetzt nochmal irgendwas Neues ist. Aber ich glaube ja nicht, ne? Aber vielleicht, ja, wir sagen jetzt mal Thorald Bescheid, dass Kallax down ist. Was das früher wohl mal war? Wir waren nicht lange getrennt, aber es hat sich trotzdem lange angefühlt. Oh Mann. Na, mal schauen. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Oh ja. Und du kannst uns nicht mit dem Code helfen? Ich habe gerade hier noch gesehen, dass wir immer was übersehen, aber okay, ist jetzt nichts Wichtiges. Gut. Dass ich Loot vor meinen Augen habe, vor meiner Nase und nicht mitnehme. Wer hat das gedacht? Aber die Welt hier hat mich echt übersättigt. Na gut. Sagst du sonst noch irgendwas anderes? Die Länder der freien Ja, okay. Na dann. Vielleicht nochmal. Weil die wissen ja darum. Vielleicht könnte man mit denen zusammen kombinieren, wegen dem Code und Dawkins, ne? Wahrscheinlich nicht, aber. Na gut. Bin mir halt jetzt echt unsicher, ob ich nochmal in die Fabrik da gehen soll, wo wir ja schon die Antworten gefunden haben. Ob da vielleicht nochmal irgendwas Neues triggert, so von wegen so, hey! Antwort, jetzt auch offiziell! Obwohl du dir sie schon selbst zusammengepuzzelt hast, aber ey. Ey. Okay. Nur der Glaube. Ja, okay, du sagst auch nichts Neues, nun gut. Ja. Wir werden nochmal nachschauen. Einfach komplett zur Sicherheit. Nicht, dass wir doch irgendwas verpassen, hm? Auch wenn wir eigentlich alle Antworten, die wir wollten und brauchten, von hier schon haben. Hm.
Ich werde nochmal in diesem Keller nachsehen. Aber wo genau war jetzt der Eingang? War der in dem Gebäude? Ah, gruselig. Neue Nerveviecher, hä? Wo war der Weg? Wo war der Weg? Irgendwo. War er hier? Was soll's. Ich glaube, er war hier, hä? Warte mal. Waren hier vorher auch schon so starke Mutanten? Hey! Okay. So viel dazu. Kaya hat den Wühler da oben auch erledigt. Hier war das. Ist jetzt die Frage, ob das normal neu gespawntes Gedöns ist oder... Hier ist es. Tatsächlich. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Ja, damit bestätigt sich nochmal alles, was wir uns schon selber zusammengepuzzelt haben und noch ein bisschen Details. Aber krass! Oh, gut, dass ich hier nochmal vorbeigeschaut habe. Hier triggert tatsächlich was. Oh mein Gott, oh. Das war tatsächlich für mich jetzt einer der krassesten Momente im gesamten Spiel. Kann ich safe direkt sagen, weil mich so diese Hintergrundstory mit Infinite Skies und Dawkins jetzt hier und Arvid und so weiter, die hat mich so hart gecatcht und ich meine, überlegt mal, dieser Zwiespalt in der Firma quasi, diese vergeblichen Versuche, sich irgendwie und die Menschheit zu retten und dabei große Opfer zu bringen, aber trotzdem irgendwas tun zu müssen, woraus sich dann das alles entwickelt hatte. Und letztendlich, wir haben die Geschichte ja gelesen, wir haben es ja alles gelesen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, ne, schaut euch nochmal die Folge hier an, Projekt Kalan, Dawkins, Arvid und so weiter, ne. Ja. Und dadurch dann letztendlich, okay, wir wissen es jetzt also, die Kapsel, von der die Rede war, lag die ganze Zeit hier, wurde stärker durch das Elex und fusionierte mit Dawkins und dem Programm und so entstand der Hybrid, der dann letztendlich irgendwann sein Versteck verließ und
die Alps tatsächlich nicht erstellte, die Alps kommen tatsächlich so, wie wir es vorher auch schon wussten, aus dieser Splittergruppe der Kleriker. Aber wir wissen ja, es gab ja zwei Abschnitte der Alps. Einmal den Originalabschnitt und dann den Abschnitt, seit der Hybrid da ist. Und der Hybrid kam halt erst später dazu, weil er erst dann stark genug war. Halbgott, Überwesen. Bei den Mutanten. Oh Mann. Und dieser Shot hier, ne? Alter. Dieses Zwischending zwischen Mensch, Maschine, Mutant und was dieser Hybrid Dawkins. Ja, jetzt wissen wir auch, warum er Hybrid heißt, ne? Was der alles wissen muss, was ich. Oh Gott, ich hoffe, wir kriegen alle Antworten von ihm. Das ist. Wow. Einfach nur wow. Das ist es. Die Vergangenheit und die Gegenwart, alles ergibt nun einen Sinn und fusioniert. Fusioniert jetzt endlich. Jetzt fehlt uns nur noch eins. Und zwar finale Antworten. Was weiß der Hybrid wirklich über die Beschaffenheit des Elex und des Universums? Die Herkunft. Und damit auch der direkte Weg zu Elex 2. Elex 1 damit abzuschließen, den Krieg zu beenden, die Alps ein für alle Mal in die Schranken zu weisen und die freien Menschen zu retten. Das ist unser Weg. Und den Hybriden, nun ja, wir wissen nicht, was mit ihm passieren wird. Werden wir ihn umkehren? Werden wir ihn vernichten? Werden wir ihn uns zunutze machen? Wir wissen es nicht. Wir müssen sehen, was passiert. Das letzte Kapitel. Nun ist es soweit. Auf in den Krieg.